Bevor wir zur Verkostung kommen, müssen wir beide was loswerden. Ein ganz großes Kompliment an euch alle. So viele Techniken, schon in der zweiten Sendung. Wir ziehen den Hut vor dieser gewaltigen Leistung von euch allen. Und jetzt sind wir sogar noch gespannt auf das Innenleben der Torte, auf den Geschmack. Und wir beginnen bei der Verkostung mit Christian. Christian, mit welcher Dschungeltorte möchtest du uns A begeistern und in welcher Dschungelregion der Welt befinden wir uns? Ich habe euch meine farbenfrohe Dschungeltorte aus Australien mitgebracht. Die Böden sind aus einem Orangenölrührteig mit einer Orangenlikörtränke. Dazwischen befindet sich eine Mangomousse und eine Mangofruchteinlage. Und außenrum ist es umhüllt mit einer Buttercreme mit dem australischen Gewürz Lemonmyrte. Du hast viele Techniken angewendet, also du hast eingestrichen mit Buttercreme, du hast hier modelliert mit Fondant und wir haben dann hier noch diese Blätter aus diesem Papier, ne? So eine Art Esspapier. Vapor Paper, genau. Eingestrichen ist die Torte ganz gut, aber jetzt komme ich mal kurz zum Frosch. Dieser Frosch ist anatomisch sehr lustig gestaltet. Stell dir vor, deine Beine würden hinter deinem Po zusammenwachsen. Aber er sieht ganz putzig aus. Er lacht dich an, oder? Er strahlt mich förmlich an. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist der Einstrich. Du hast dir sehr viel Mühe gegeben beim Einstreichen. Es ist schon mit sehr viel Farbe gearbeitet worden. Ich weiß, du bist kein Fan von Lebensmittelfarbe. Aber mir gefällt es sehr gut. Die Torte, vom Geschmack ist sie gut, aber das Gelee ist wahnsinnig fest. Mhm. Ein bisschen zu fest. Was mir sehr gut gefällt, ist die Konsistenz der Böden. Super saftig. Die Mango geht ein ganz klein wenig unter. Ich habe was Fruchtiges dabei, aber ich könnte jetzt nicht sofort sagen, es ist Mango. Ja. Deine Buttercreme, die ist dir sensationell gelungen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Wir befinden uns in Südamerika im Regenwald und ihr seht hier einen Wasserfall vom Amazonas. Kommen wir zu deiner Torte außen. Ich hätte nur ein Wort. Dann hau raus. Perfekt. Kann ich so unterschreiben. Jetzt tut's wirklich weh anzuschneiden. Alles toll Geschichte, das ist alles gleichmäßig. Danke. Bei dir ist es wirklich so schön proportioniert, dass du die ganze Zeit einen angenehmen Crunch dabei hast. Du hast die Kerne der Maracuja mit dabei. Du hast eine wunderschöne Säure. Die Böden haben eine gewisse Lockerung. Es macht Spaß, die Torte von oben nach unten zu essen. Das ist eine schöne, frische Torte. Ich kann mir vorstellen, wie ich da so im Dschungel liege und so ein Stück verdrücke. Also vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe euch den tropischen Regenwald aus Südamerika mitgebracht. So, du Biologe, du darfst gerne mit den Blättern oben anfangen. Ich kann dir nicht sagen, wie die Blume heißt. Einzig und alleine, was ich dazu sagen kann, ist, sie ist wirklich wunderschön. Ah, dann schneiden wir die Tulpe mal nicht an. Was ganz toll ist, man sieht natürlich hier wieder die Kerne der Frucht, die nachher gleich knacken werden. Und man kann auch schön hier deinen Hibiskus-Gelee sehen in der Mitte. Der Anschnitt macht Spaß, definitiv. Guten Appetit. Es schmeckt wahnsinnig lecker, es ist schön frisch. Es schmeckt wirklich großartig.
Die Vanille ist die ganze Zeit allgegenwärtig, von oben nach unten, von rechts nach links. Die Böden sind hervorragend gebacken. Du hast alles erfüllt, geschmacklich 100% tipptopp. Danke. Dankeschön. Danke. Ich möchte mit euch einen Blick in den Dschungel von Neuseeland werfen. Mein kleines Dekorateursherz, das lacht. Weil wenn man von Weitem guckt, denkt man wirklich, da geht's irgendwie weiter in der Torte. Ich bin ganz begeistert. Ich finde, das hast du ganz, ganz toll gemacht. Dankeschön. Ich bin sprachlos. Es ist perfekt. Man kann diese Torte 0,0 besser machen. Man sieht, wie viel Leidenschaft da drin steckt. Alles in allem sieht es so unfassbar schön natürlich aus. Man kann sich wirklich in diesem Dschungel verlaufen, weil es sieht tatsächlich so aus, als wenn du durchgehen könntest. Ich kann mich verlieben in diese Landschaft. Mehr will man nicht. Das ist wirklich ein Traum. Danke. Wenn man jetzt das sich anguckt, da wird die Geschichte rund. Herrliche Grüntöne, ohne Lebensmittelfarbe in dem Fall. Und es spielt mit den Farben von außen. Es ist einfach eine runde Geschichte, es ist perfekt. Sie schmeckt, wie sie aussieht. Du hast immer wieder einen Fruchtakzent, du hast immer wieder das Nussige mit dabei. Die Böden sind natürlich ein Traum. Ich wüsste nicht, wo man ihn verbessern könnte. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe euch das Thema Südafrika mitgebracht und habe versucht, in der gesamten Torte so diesen afrikanischen, südafrikanischen Touch durchzuschlängeln. Diese Torte hat mich ja angelacht, aber ich glaube, das liegt hauptsächlich an diesem Zebra. Das heißt Stevie, ne? Das ist Stevie. Das ist Stevie. Okay, Stevie, ne? Das ist Stevie. Du hast jetzt so dieses Wasser für uns realistisch darstellen wollen. Es ist dir wunderschön gelungen, auch mit dem Airbrush, auch wieder eine neue Technik mit dabei. Vielen Dank. Du hast ordentlich geschichtet. Das ist ein himmlischer Geschmack. Also es ist sowas ganz Frisches, ganz Leichtes. Vielleicht kannst du das besser zusammenfassen. Sie ist so leicht, so frisch, auch durch diese Sahnecreme, die du in der Mitte gewählt hast, die sich so herrlich essen lässt. Allerdings beim nächsten Mal würde ich dir den Tipp geben, die Torte früher rauszuholen, dass sie ein bisschen mehr akklimatisieren kann, dass sie nicht ganz so kalt ist. Für mich war sie sehr lecker. Danke. Vielen lieben Dank. Liebe Jury, herzlich willkommen im Dschungel von Madagaskar. Du hast auch verschiedene Techniken angewendet, also du hast den Fondant. Du hast hier diesen Sponge Cake und ich finde, die Torte ist sehr putzig geworden. Du hast es auch wunderschön umgesetzt. Es sieht sehr natürlich aus. Super. Der Aufbau. Du kannst die drei Böden erkennen. Du kannst den Crunch erkennen. Du hast hier die Gelee-Schicht. Ich bin gespannt. Ich auch. Es schmeckt phänomenal. Du hast einen wunderschönen Fruchtakzent. Du hast eine Säure dabei. Was soll ich da noch sagen, ne? Ein großes Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Verkostung. Ich wünsche noch guten Appetit. Ich finde, sie ist wirklich schön geworden. Sie ist toll eingestrichen. Auch du hast dir wirklich verdammt viel Mühe gegeben. Man kann sofort erkennen, ich bin auch bei dir hellauf begeistert. Dankeschön.
auch bei dir wirklich ein sehr, sehr exakter Anschnitt. Man hat den Kuchen im Mund und merkt als erstes diese wahnsinnige Frucht. Du schmeckst die Mango, du hast aber gleichzeitig irgendwie so im Hintergrund ganz ein bisschen die Banane. Ich esse diesen Kuchen und ich habe immer wieder die Banane. Die ummantelt quasi die Mango. Die Mango gibt dem Ganzen dann das Exotische. Du hast zusammen diese saftigen Schokoböden. Textur, geil. Dankeschön. Vielen Dank. Danke euch. Phänomenal, phänomenal. Du hast es wirklich perfekt umgesetzt. Christa, ich bin hellauf begeistert. Großes Kino. Deine Böden sind richtig schön dünn. Und was ich faszinierend finde, die Böden sind genauso dünn wie dein Einstrich. Ich kenne viele Leute, die mögen Physalis nicht. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Nein. Die sollten dann mal diesen Kuchen probieren. Vor allen Dingen Physalis gehören ja auch zu Südafrika. Du hast es herrlich umgesetzt. Das Einzige, was ich ein bisschen vermisse, ist die Creme. Vielleicht einen Boden weniger und ein bisschen mehr von der Creme. Und dann ist das Ding wirklich Bombe. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Man sieht deiner Torte ein bisschen an, dass du nicht so recht wusstest, was mache ich hier? Wenn man jetzt so bei den anderen sieht, dass sie so ganze Landschaften kreiert haben, ist das so ein bisschen nach hinten losgegangen. Von oben nach unten ist es auf jeden Fall gleichmäßig geschichtet. Agatine zum Abbinden. Mhm. Aha. Musst du schnell gehen. Das hält auch für die Ewigkeit, definitiv. Mhm. Du hast immer ein sehr, sehr angenehmes Minzaroma. Diese Schicht, das ist das Gelee. Das ist definitiv ein wenig zu fest. Ich hätte Gelatine genommen. Mhm. Mein Tipp wäre einfach, so ein Fruchtpüree da reinzumachen. Ja, genau. Ich würde gar nicht so einen Spiegel reinmachen, sondern Püree, was dann irgendwie schön verschmelzt mit den anderen Sachen. Es passt alles sehr gut zusammen. Aber die eine Schicht, ich glaube, wenn man die im Ganzen aus der Torte nimmt, hat man einen schönen Frisbee. Ja. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gerne.